Hallo und willkommen zurück in Die Sims 3. Ich hatte jetzt schon wieder eine längere Pause, weil ich auf einem Festival war, aber jetzt kann es endlich weitergehen. Und gleich mal zum Anfang, ich habe vorher zwei Parts aufgenommen, das heißt 30 Minuten, und dann habe ich gemerkt, dass mein Headset ausgesteckt war. Jetzt habe ich das natürlich gespeichert und jetzt sind die Sims halt verstreut. Zum Beispiel der Peter, der ist jetzt irgendwo in der Stadt in so einer Diskothek, und die zwei hier haben ein Level Up gemacht, also viele Level Ups in verschiedenen Sachen halt, zum Beispiel die Anna in Gartenfähigkeit, der Otto hat 266 Simoleons in seinem Job verdient und der Peter ist, wie gesagt, gerade in der Stadt und ist hier in so einer Diskothek. Und ich hoffe, es macht euch jetzt nicht so viel aus, aber ist halt jetzt nicht anders lösbar. Spielen wir einfach mal da weiter. Der Peter probiert jetzt gerade, da in den zweiten Raum von der Diskothek reinzukommen. Den ersten haben wir schon geschafft. Und jetzt bittet er gerade um Einlass, dass er da reinkommt. Wir kennen dich nicht, um dich reinzulassen. Na egal, dann bleiben wir halt hier und amüsieren uns mit den Omas. Will zusammen tanzen. Nein, nicht mit der Oma, das ist eine Junge. Freundschaftlich begrüßen. Ist schon jetzt etwas länger her. Ich hoffe, ihr kennt die Familie überhaupt noch. Aber jetzt dürften wieder regelmäßig Let's Plays kommen. Und ja. Hallo, Peter. Geh mal jetzt zu deiner Tosse hin. So, und jetzt kannst du den Hamburger essen. Du hast die nur. So, hoffentlich kann das essen. Sowas hat doch Style, oder? Sie kauft uns einen Hamburger, weil normalerweise hätte er das Geld gekostet. So, jetzt können wir einfach rein. Reinschleichen, weil er redet mit der. Schnell, geh rein. Peter, schleich dich rein. Peter? Und da schleicht er auf den Spitzen hinein. Bam. Und da ist er drin. Keiner hat bemerkt. So, jetzt geh mal zu ihr. Star, wir grüßen. Sie ist ein Star. Peter. Wir grüßen den Star. Sie hat Star Level 2. Oh, sie verstehen sich nicht. Versuchen, Star zu beeindrucken. Über Reichtum sprechen. Okay. Hat keinen Zweck. Wir schaffen es nicht, aber gehen wir einfach mal einschalten. Nein, Fernsehen, High Definition. Los, Peter. Oh, da steckt ein Dartpfeil. Pfeil werfen. Okay, die flamet da ihren Kuchen ab. Die Anna schläft gerade, die hat noch Hunger. Das ärgert mich zwar jetzt, dass ihr nicht bemerkt habt, was dazwischen alles passiert ist, weil es sind teilweise coole Sachen in den Diskotheken passiert. Der Peter hat ein paar neue Leute kennengelernt. Und ja, die Anna ist alles gleich wie immer, bloß hat ein Level Up in ihrem Garten bekommen, und unser Otto ist halt einmal in die Arbeit gegangen und hat dort 266 Simoleons bekommen. Aber wieder zurück zu Peter, bei dem ist es gerade so spannend und es buggt. Sims 3, hallo. Okay, hallo Dach. Peter. Ah. Tu mal deine Pfeile werfen. Wer ist hier noch drin? Niemand. Die können wir mal. Bitte mitzumachen, Pfeile werfen. Oh, sie kommt hervor und macht mit, Pfeile werfen.
Ja, wir haben in die Mitte getroffen. Und schon wieder. Jetzt ist die andere dran. Die können wir mal dann freundschaftlich begrüßen. Die zocken hier richtig. So voll die Pro-Dart-Spieler. Anna hat Hunger, wird sich schon was kochen. Aber mal zurück zu Otto. So, Otto. Geh mal hier hin und tu einen Teller nehmen. Danach kannst du pisten gehen oder kacken, wie du willst. Und dann geh mal Spaß haben mit Fernseh schauen. Fernsehen. Der amüsiert sich mit der und die Anna kocht da was. Das passt. Können wir die mal wieder alleine lassen? Und es backt schon wieder ziemlich heftig. Wegen der großen Distanz wahrscheinlich. Und jetzt erstmal wieder warten, bis das Dach weggeht. So. Jetzt tun sie alle Dart spielen. Tu mal wieder den Star betrachten. Oh. Das war das Bücherregal. Star begrüßen. Haben wir doch vorher schon gemacht. Die Fahrgemeinschaft für Otto fährt in etwa einer Stunde. Also in 10 Sekunden. Die hat bemerkt, dass wir. Oh. Wir sind aufgeflogen. Hey, du, raus, geh oder es gibt Ärger. Ja, wollen wir mal sehen, wer hier Ärger bekommt, du Wichser. Barsch begrüßen. Mit dem gibt's jetzt richtig Zoff, ey. Kneipenschlägerei. Führ dich nicht so auf. Nicht rausgehen, ey. Wieso geht der jetzt raus? Boah, das regt mich jetzt auf. Ich wollte gar nicht, dass der rausgeht. Steht die gerade in uns? Okay, mache ich auch immer so. Also das jetzt ist ein kleiner Fail, aber okay. Schöner Hinterkopf, Peter. Und schöner Rock. Mann, das regt mich jetzt irgendwie auf. Eigentlich wollte ich mit dem jetzt noch so eine Kneipenschlägerei machen. Aber naja. Rausgeworfen, minus 25 Laune. Da ist der Star. Wir schließen morgen, haben wir wieder geöffnet. Also komm wieder, um noch mehr Drinks zu bestellen. Ach, deswegen gehen alle raus. Nach Hause gehen, nein. Du tust jetzt erstmal den Star da, Dingsten. Du gehst nicht nach Hause. Okay, er muss nach Hause gehen. Keine Ahnung warum. Schade. Das checke ich jetzt gerade nicht, warum der einfach nach Hause fährt und wir das nicht stoppen können. Naja, kann man auch nichts machen. Die Anna steht da einfach mal so in der Küche rum und macht gar nichts. Wenn du schon nichts machst, kannst du gleich mal pissen gehen. Dann kannst du es säubern. Und dann kannst du dich duschen. Dann kannst du mal in den Garten schauen. Hat sich da irgendwas verändert? Nein. Na egal, dann kannst du mal Gitarre spielen. Unser Otto muss in die Arbeit. Und Manuel kommt nach Hause. Mit dem Fahrrad natürlich, wie immer. Danach geht er pissen. Und dann geht er in seinem coolen Bett schlafen. Lalalalalala. Wo ist Anna jetzt hin? Sie duscht gerade. Oder auch nicht. Na egal. Oh, no.
Diese Sims sind echt lustig mit ihrer Sprache. Das nachzumachen ist zwar echt peinlich, ich weiß, aber egal. Ich habe es einfach mal versucht. Er darf hart arbeiten. Er steht hier so kurz, nicht mal bei der Hälfte, verdammt. Was machst du denn? Du sollst doch pennen gehen, du Vollidiot. Anna, du kannst duschen. Nein, egal. Schauen wir mal zu Otto, der hart arbeitet. Und es buggt, wie immer, kennen wir ja schon. Hallo Otto. Aber geiles Gebäude hier, muss ich schon echt sagen. Nicht mal Türen. Oder von hinten? Ach, das war von hinten. Hier sind anscheinend die Türen. Okay. Also hier ist die Arbeitsstelle von Otto. Sieht ja voll aus wie eine Bundeswehreinrichtung. Otto Krause. Und Manuel pennt und die Anna spielt Gitarre. Unsere Kräuterhexe. Das hört sich schon echt kacke an. Aber naja, vielleicht wird sie ja mal richtiger Superstar. Manuel wird morgen, also im nächsten Part, wieder in seine Diskothek fahren und da die Leute aufmischen. Aber was da noch so alles passieren wird, erfahren wir morgen. Also dann, bis morgen. Ciao, Leute.